Willkommen zurück zu Gothic 3, dem Spiel mit 86% Spielspaß aus dem Jahre 2006 von der GameStar, die sich eventuell vielleicht haben damals kaufen lassen. Behaupten, böse Zungen, würde ich natürlich niemals verbreiten, diese Lügen. Und nämlich davon haben wir den Hammer-Clan gefunden, der hat einige Truhen mit wenig Inhalt. Und bis jetzt hat mich noch keiner des Diebstahls bezichtigt, das heißt nein, ich will nicht auf diesen Hocker hängen! Och Mann, ey. Wer auch immer looten und welche Objekte interagieren, das ist... Vor allem, das haben sie ja bis Alex nicht gelernt. Nein! Das haben die bis Alex nicht gelernt, ne? Das ist... Also selbst ihr neuestes Spiel hat das noch nicht, dass du dich nicht random auf irgendwelche Objekte ersetzen möchtest oder Zeug. Ich habe keine bösen Zungen. Nicht? Na gut. Halt! Hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Das Brot? Nein. Wie? Ja. Die beobachten mich. So. Die Suchskis hier nicht mehr eigene Mine sicher halten können. Ich wollte weiter nach oben, ne? Noch ein Bild. Ich weiß nicht, warum ich diese Pilze übrigens loote. Ich loote einfach alles, weil ich kann. Weil ich ein Loot-Rubel. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Hier war ich noch nicht. Grüß dich. Ja, gut. Behalt deinen Scheiß hier. Das bisschen Essen kann ich auch woanders plündern. So, und das ist. Auch eine schwere Truhe. Was willst du? Ich bin Ingvar, Schmied und Erzschmelzer. Was willst du? Xardas. Ich bin auf der Suche nach Xardas. Kommt ihr aus Nordmar? Ich habe noch nie von ihm gehört. Wer soll das sein? Xardas ist Magier. Frag mal beim Wolfsclan. Die kennen sich hier am besten aus. Ihre Jäger durchstreifen das ganze Land und bekommen eine Menge mit. Ah ja. Das ist jetzt bestimmt die Community-Quest, oder? Du hast doch sicherlich ein gutes Gedächtnis. Wenn es um Erz, Gold oder beides geht, dann ja. Lässt du dir jede Erinnerung bezahlen? Nur wenn mich jemand komisch fragt. Was willst du haben? Kommt auf die Erinnerung an. Je weiter sie zurückliegt, desto teurer wird es. Vor ein paar Wochen sind zwei Brüder hier vorbeigekommen. Sie trugen ein Ritterschild. Einer von beiden heißt Tordia. Weißt du, wohin sie gegangen sind? Ein paar Wochen, ein belangloses Schild und ein Name. 500 Goldstücke sollten reichen. Weißt du, was mir in diesen Community-Quests nervt? Dass mir die ganze Zeit das Geld aus den Taschen ziehen. Zeig mir, wie man Erzwaffen schmiedet. Du hast gut gekämpft und unserem Clan geholfen. Deshalb werde ich dir eine Chance geben. Wenn du bereit bist, werde ich dir zeigen, wie man aus reinem Erz Waffen schmiedet. Waffen von unglaublicher Schönheit und Macht. Waffen, die würdig sind, von Königen und Herrschern geführt zu werden. Was auswählen, Rohlinge? Einen reinen Ort zu kaufen? Was? Was? 5 Erzbrocken kaufen. Als wenn das so einfach wäre. Zeig mir deine Kunst. Viele Schmiede kamen zu mir, um bei mir zu lernen. Ich habe sie alle wieder weggeschickt. Wieso? Sie waren nicht gut genug. Wenn ich dich unterrichten soll, musst du in die Welt hinausgehen und Erfahrung sammeln. Schmiede die unterschiedlichen Waffen der ganzen Welt. Erst dann bist du bereit, den nächsten Schritt zu tun. Hier, wenn du genug gelernt hast, schmiede dieses Schwert für mich. Wenn es gut ist, werde ich dich vielleicht unterrichten. Nordmarschwert erhalten. Aha, na gut, hier gehen wir mal das Gold. Hier hast du das Gold. Wenn er so weitermacht, wird das nicht. Was ist nun mit deiner Erinnerung? Ups.
Ich weiß nicht, ob sie gemeinsam weitergezogen sind. Tordia ist momentan in Vanguard. Als wenn das so einfach wäre. Ja, das kann gut sein. Ich kann mich daran erinnern, dass die beiden sich gestritten hatten. Daraufhin wollte einer wieder ins Tal ziehen, während der andere nach Westen gegangen ist. Westen? Etwas genauer, bitte. Er sagte etwas von Feuer, vielleicht Feuerclan oder Feuermagier. Verstehe. Zeig mir deine Ware. Was hat er denn jetzt hier? Erzzweihänder, Zweihänder, Breitschwert. El Bastardo. Bauplan für das legendäre El Bastardo. Und Klingenbolzen. Hat er gleich zweimal. Oh, wie viel Geld hat er denn bei? 17.000. Na, guck mal hier. Ich habe hier eine kleinere Auswahl an Ork-Waffen, die ich gefunden habe im Keller bei euch. Die Scheißdinger wissen schon mal los. Zack. So. Jetzt warte ich noch, bis er sich wieder hinlegt, dann beklaue ich ihn noch. Hat er mir jetzt ein Rezept gegeben für irgendein Schwert? Nordmar-Schwert soll ich machen. Erforderliche Kenntnis Erzwaffenschmieden. Habe ich. Ah. So ein Schwert für den Nordmar hergeschmiedet. Es ist tatsächlich gar nicht dazu schlecht. Dazu fehlen mir die Zutaten. Achso, ich habe... Fuck! Ich hab den Nordmar. Warum brauche ich einen Nordmar-Nebelgeist? Oh Mann, ist das dumm. Hat er dich zufällig Hat er vielleicht Nordmar-Nebelgeist, wie es der Zufall so will, in der Truhe? Hat er nicht, aber er hat einen Erzzweihänder, große Waffen. Warum soll ich das Scheißding überhaupt selber schmieden? Hör bloß auf mit der Scheiße. Erz. So, krieg ich jetzt nochmal einen Nebenbeweis, ja? Das ist ein Schmiedeszeichen. Ach, das, der Hammerclan, das hat wirklich schon ein sehr großes Dörfchen. Quicksave. Das Lustige ist jetzt, das hat ein. Das ist mein einer Zuschauer, der behauptet, dass das. Das Schwert, das hier, das Meisterschwert, schon das beste Schwert im Spiel ist. Hey, du! Was schlagst du hier rum? Ich suche Dinge auf. Wer seid ihr denn hier? U-Golf. Du bist der Fremde. Wenn du einen Platz zum Pennen suchst, bei mir in der Hütte ist noch ein Platz frei. What? Ich bin froh, wenn ich ein bisschen Gesellschaft habe. What? Was bist du denn für einer? Ich bin U-Golf. Der beste Ork-Töter, den dieses Dorf je gesehen hat. Was machst du dann hier oben? Suppe kochen und trinken. Ich gehe nicht mehr auf Ork-Jagd. Gibt es einen Grund für deinen Ruhestand? Ich hab's geschworen. Auf meine Axt. Klingt bescheuert. Ist es auch. War eine Wette. Was? Was für eine Wette? Eine Flasche Stollengrollen. Ohne zu Boden zu gehen. Kein Problem, hab ich gedacht. Denkste, das Gesöff hat mich K.O. gehauen und frag nicht nach Sonnenschein. Hey. Was ist Stollengrollen? Oh, das ist der fürchterlichste Schnaps, den es gibt. Ein Höllenzeug, sag ich dir. Wahrscheinlich bist du einfach nicht hart genug. Was? Willst du mich beleidigen? Wer keinen Schnaps verträgt, hat da draußen noch nichts zu suchen. Jetzt reicht's. Hast du schon mal einen Stollengrollen getrunken? Wenn du es schaffst, das Zeug runterzukriegen und stehen zu bleiben, gehe ich mit dir da raus. Die Wette gilt. What? Gib mir einen Stollengrollen. Meinst du, ich bewahre dieses Zeug in meinem Haus auf? Viel zu gefährlich. Wir brauen es dir zusammen. Dazu brauche ich noch ein bisschen Kram. Was? Hier. Der pangalaktische Donnergurgler kommt mir so vor. Kannst du mir was beibringen? Hey, ich bin dein Mann. Keiner von den Typen hier kann mir das Wasser reichen, wenn es darum geht, einem Ork den Schädel zu spalten. Für 50 Erz zeige ich dir, wie es geht. Nee, dann ist es ein bisschen teuer. Was gibt es hier zu holen? Du bist genauso wie ich früher. Immer darauf aus, was abzugreifen. Egal, wie viel Ärger man auch bekommt. Was ist? Gibt es hier was? Klar. Was suchst du denn?
Ja, kann der Typ mir Ork-Töter beibringen? Das ist ja die große Frage. Das ist tatsächlich der einzige Skill, der mich wirklich noch interessieren würde, obwohl es jetzt ein bisschen spät ist. Gold. Ich weiß nicht, ob du in Nordmar dann richtig bist. Wir machen uns nicht viel aus Gold. Wir lagern den Krempel in Tjalfs Truhe. Toll. Was? Gibt's ja mal in den Club nicht öfter gegen. Sie haben nicht mehr zwei Personen verkauft. Wobei, wo verkauft vom pangalaktischen Donnergurkner? Ich guck mal kurz, ob Ungolf mir tatsächlich Ork-Töten beibringen kann. Das wäre ja tatsächlich noch ganz interessant. Wie viele Erfahrungspunkte habe ich denn? 22. Hier ist dein. Würdest du mich im Kampf und. Wie töte ich einen Ork? Okay, ja, gut, das ist. Ich lade trotzdem noch mal kurz. Weil vielleicht bringt es mir ja jemand for free bei. Das ist so kalt wie im Oktober. Aber mir hat's, also ich fand es halt direkt angenehm. Ich war ja heute mal wieder physisch auf Arbeit, so wie morgen auch. Das passiert ja auch nicht jeden Tag. Und ich hatte meine Allwetterjacke mitgenommen. Und noch so einen dünneren Pullover. So eine Strickjacke, man noch sagen könnte. Und damit war es eigentlich recht angenehm. Bin ich halt zur Arbeit gelatscht. Bin immer wieder nach Hause gelatscht. Und war der Tag wieder rum. Oh, da steht noch mal ein Nebelgeist übrigens auf dem Tisch. Oder ein Erz. Quick save. Da liegt noch ein Messer auf dem. Der Typ sieht so aus, als würde er nicht gut aufpassen. Das ist ja alle irgendwie. Halt! Ich. Ich weiß nicht, wovon du redest. Mach weg. Hey du, was schleichst du hier rum? Vorhin der Typ, der gerade noch gesagt hat, hey, du bist genauso wie ich wie früher. Tja, ist true, da gibt's was zu holen. Jetzt ist er der mich fragt, ihr versteht immer mehr Sachen von uns. Das lohnt sich. Nein, ich will nicht den Stuhl. Nein, nein, nein. Ich muss noch genug auf den Tasten nehmen, dann so. Die 20 Grad, das reicht ja. Aber 20 Grad ging ja auch. Tja, ist true, da bin ich immer gespannt. Da bestimmt auch einer so Ork. Also das Ork-Töter zu können wäre natürlich gut gewesen, bevor ich. Obwohl, das zählt ja eh nur für Nahkampf. Was schleichst du hier rum? Ich habe ja die meisten Gegner gerade per Fernkampf gewonnen. Ah, das ist Tjalf. Grüß dich. Ich habe gehört, was du bei der Befreiung der Mine geleistet hast. Gute Arbeit. Davon weiß ich noch gar nicht. Bringt aber auch was für mich raus. Hier, in der Truhe bewahren wir unser Gold auf. Bedien dich. Toll. Sind deine Männer bereits in der Mine? Ja, sie brauchen aber noch eine ganze Weile, um sie richtig zu betreiben. Die Orks haben dort ziemlich viel kaputt gemacht. Diese Bastarde haben sogar die ganzen Erzvorräte in die Lava geschüttet. Anscheinend wollten sie die Erzschmelze gar nicht betreiben. Diesem Schreiben nach wollte Xardas die Eroberung des Erzofens. Wenn ich ihn in die Finger kriege, werde ich ihn auf dem Erzofen bearbeiten. Dafür, dass Imgran noch kein Schwein wusste, wer Xardas ist, wissen die auf einmal Bescheid, oder was? Dass das ein Ork spricht, oder? Und was ist das für ein Schreiben, von dem du gesprochen hast? Es scheint ein direkter Befehl von Xardas zu sein. Zumindest steht sein Name darunter. Hast du die Schriftrolle schon lange? Meine Leute haben diesen Brief gefunden. Sie hatten den unteren Minenbereich durchkämmt. Und dabei ein paar interessante Dinge gefunden. Darunter auch diesen Befehl. Inwiefern waren die Dinge interessant, die deine Leute gefunden haben? Nun, ich glaube, dass Xardas den Ork-Schamanen eine besondere Ehre zuteil werden ließ. Wir haben zwei Rollen mit schwarzen Schriftzeichen gefunden. Was genau da drauf steht, kann dir hier wohl keiner sagen. Zumindest kann ich es nicht. Magie ist nun mal nicht mein Ding. Verstehe. Könnte ich mir die Schriftrolle mal anschauen? Je schneller das Zeug von hier verschwindet, desto besser. Nimm die zwei Schriftrollen. Mach's gut, Botting. Es geht ja bald mit Reisen los. Bestimmt nur noch 3 oder 4 Streams, dann haben wir es hinter uns. Oh. Die Schriftrolle, die du mir gegeben hast, beschwören Untote. Bom, 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 bom. Ich will gar nicht wissen, woher du das weißt, aber lass dir bloß nicht einfallen, sie hier zu beschwören. Keine Sorge, das werde ich sicher nicht.
Allein der Gedanke, dass die Schamanen mit Untoten meinen Clan angreifen wollten, abscheulich. Habt ihr sonst noch was zu tun? Im Moment kommen wir klar. Du hast dem Clan schon genug geholfen. Wir stehen tief in deiner Schuld. Irgendwann eines fernen Tages werde ich bestimmt mal die Freundin davon überzeugen können, irgendwas ins Mikrofon zu säuseln. Und dann kann ich sowas tatsächlich machen. Das Problem ist halt, dass das, wenn ich das alles alleine vorlese, ich bin nicht gut in Stimme verstellen. Also echt nicht, ne? Also das ist schon allein das, ist, wo ich jetzt gerade versuche, den namenlosen Helden nachzustellen. Das klappt ja schon eher so mittel, ne? So, ich darf jetzt diese Truhe aufmachen, ne? Hat gesagt, bedien dich. Oh, 1000 Gold. Und ein Runenschild. Nein. Ich hätte mir übrigens auch denken können, dass der Hammer-Clan der Clan ist, der natürlich fürs Schmieden zuständig ist. Quick Save. So. Ja, was. Scheint irgendwie keinen zu stören, wenn ich alles wegräume, oder? Quick Save. Also habe ich jetzt den Hammer-Clan mehr oder weniger auszusehen schon durchgespielt, was? Also, weil ich halt einfach durchgerannt bin. Hey du, was schleichst du hier rum? Nix. Oder darf ich das Zeug hier plündern? Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Stimme komplett anders. Tierx, diese Frage kann dir hier keiner beantworten. Ich bin mir nicht fast sicher, dass das keiner kann. Okay, also der Typ könnte mir das jetzt beibringen, das Ork töten zu lernen. Was ist das für eine Rüstung? Keine Ahnung. Das hätte er doch besser gesagt. Ja. Ist das ganze Dorf? Willst du was kaufen? Irgendwelche Probleme? Kann man wohl sagen. Die Orks bringen alles durcheinander. Ich habe beim Wolfsclan eine Ladung Felle bestellt. Wofür? Stena braucht Rohstoffe für eine neue Rüstung. Was für Felle? Bisonfelle, schweres Leder, verstehst du? Er braucht ein Dutzend von den Dingern. Wenn du sie mir bringst, beteilige ich dich am Gewinn. Sagen wir, 12 Brocken Erz. Einen für jedes Fell. Na, das habe ich doch. Bei wem bekomme ich die Felle? Also, es ist mir egal, woher ich die Felle bekomme. Vom Wolfsclan oder von dir. Fell ist Fell. Aber wenn du nicht selbst jagen willst, sprich mit Rune. Er ist der Lagermeister des Wolfsclans. Naja, habe ich auf jeden Fall da. Hier sind deine Felle. Ich hoffe, du hattest nicht so viele Probleme. Hier ist dein Erz. Zeig mir deine Ware. Das ist ja fast ein bisschen wie in es soll wahrscheinlich an Gothic 1 erinnern, oder? Mit dem Erz. Dass du halt kein Gold hast, sondern dass du jetzt mit Erz handelst. Karte der Wild, Eintopf. Nordmacher Nebelgasse, das habe ich schon das Rezept. Aber Wasser hat er im Angebot. Ist das hier Schnapsbeeren? Ja, aber. Müsste mal wieder Pfeile einkaufen. Aber er hat auch noch Gold. Dann kann ich doch noch. Kriegshammer, er hängt noch nicht verfeinert. Ich habe noch Orksche Armbrüste. Ogermogenstern. Kushtarak. Die Klingenstäbe. Diese Klingenstäbe sind so lächerlich viel Geld wert. Selbst kaputt sind die noch ein Vermögen wert, ne? Aber wenn wir immer dran denken, wir müssen ja noch 350.000 Gold zusammenkriegen, weil ich will mich ja noch in der letzten Stadt einkaufen. Um die Revolution zu starten in der Wüste. Und das kostet ja übel viel Geld. Ich weiß noch nicht, was ich sonst mit meinem Geld machen soll, aber das will ich noch machen. Stainer, hat der nicht noch im Angebot? Den habe ich schon gehandelt. Zeig mir deine Ware. Den habe ich noch nicht gehandelt. Oh, die gute Nordmarus, die schwere Nordmarus ist natürlich nochmal eine Überlegung wert, ne? Vergiss es. Das Ding kriegst du erst, wenn du es dir verdient hast. Hat der so viel? Anscheinend nicht. Oh, was ich handeln kann? Also ich habe hier noch rostige Schwerter, die kann ich auch noch drauflegen. Ein Knüppel. Und noch mehr. Ich habe nicht alle meine rostigen Schwerter durchgeschärft, aber ich glaube, das war auch egal. Zumindest hat es sich finanziell so ein bisschen gelohnt, die ganzen Orks umzuhauen, ne? Jetzt habe ich jetzt relativ viele Waffen, die ich verkaufen kann. Und ich kann jetzt bei guten
Athena, wo man ja hieß, noch kurz das Nordschwert herstellen, denn dann gibt es. Ich weiß ja nicht so richtig, was das Schmieden mir bringt, tatsächlich das zu lernen, aber ich könnte es auf jeden Fall erstmal machen. Na, an der Stelle speichern wir mal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.